So, Runde 2. Das ist ein bisschen schade, dass wir hier nicht erste Runde Dryade legen können. Aber ich glaube, die Hand ist trotzdem gut genug. Dryade, Company, Recruiter, Land of Awaste. Ist das ein Mirror? Blisterpot. Okay, in dem Fall. Macht das einen Unterschied? Wahrscheinlich schon. Wir wollen ja dritte Runde Company spielen. Das heißt, wir müssten zwar noch ein ungetapptes Land ziehen, was möglich ist. Auf jeden Fall wollen wir die Chance behalten, dass wir es können. Selbst wenn wir nicht in das Land ziehen, können wir immer noch Runde 3 den Displacer spielen. Aber so ist es ja auch okay. Können wir angreifen? Nee, sieht nicht so aus. Würden wir nur geblockt werden. Ich bin ein Recruiter. Dann go. Kann nächste Runde Company spielen. Und dann, was auch immer wir wollen. Displacer. Monitor. Ja, wenn wir es schaffen, irgendwie Länder zu ziehen und die Karten ins Spiel zu legen, haben wir schon die Combo praktisch direkt. Jetzt brauchen wir nur einen Sifter oder einen Cutthroat. Einen, ja, Cutthroat. Wir könnten hier den Recruiter flippen oder ihn da lassen. Ich glaube, flippen ist nett. Können wir nächste Runde den Monitor legen? Das ist doch richtig angenehm. Nehmen wir mal eine. Ja, wir nehmen hier eine Coast einfach. Und sagen Go. Transform. Ach, vier Mana nichts. Dann sag ich mal Go. Was kann schon passieren? Cryptolus Rites. Fair. Beziehungsweise nicht fair, aber was soll man machen? Grün. Schwarz. Natuko Husk. Ja, das ist ziemlich gut. Und Cutthroat. Okay. Könnt ihr im Response vom Cutthroat gucken, ob man einen Reflector Mage findet? Aber ich glaube nicht, dass da viele Interaktionen passieren. Displacer Visionary. Was geht drunter? Company 2 Evolving Wilds. Sehr gut. Ziehen wir eine Karte. Der dreht sich leider wieder um. Oh, Cryptolus Rites. Nice. Und noch eine Company. Ho, ho, ho. Wenn wir Land nehmen, haben wir genau 6 Mana. Wovor haben wir Angst? Haben wir Angst? Wir wollen schon irgendwie Company bzw. Displacer offen haben. Wenn wir zwei Mana legen, wenn wir zwei Mana ausgeben, haben wir fünf. Das wäre. Ja, wir wollen schon das sechste Land legen für die Möglichkeit, zweimal zu displacen. Displacer ist super stark gegen Husk und gegen Abby. Unser Gegner hat auch nicht sehr viel Mana. Insofern. Grün, farblos, Rites. Ja, ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass wir kein zweites farbloses Mana haben. Das habe ich schlecht gemacht. Also, merkwürdig in dem Sinne, dass ich das Land vorher legen soll, um es besser zu machen. okay, das heißt, wir könnten hier aber trotzdem Brute Monitor legen. Weil wir mit dem Brute Monitor displacen können. Ich hoffe, das spricht echt nichts dagegen. Mir fällt aber auch nichts gerade ein, was dagegen spricht. No, 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 no. No, das wollte ich nicht. Oh, crap. Okay, anscheinend haben wir den Recruiter benutzt. Fair. Jetzt können wir auch nicht mehr displacen. Na gut, dann. Macht es Sinn, einen Visionary zu legen? Sterben wir irgendwie, wenn ich einen Visionary lege? Der Visionary blockt den Husk. Wenn er kann. Das ist schon relativ risky. Wir sagen mal nein. Ach Mann.
Ach so, und dann habe ich auch die Loam Ride für ein Mana benutzt. Holy moly. Bin ich gerade gewundert, warum wir nicht drei Kreaturen offen haben. Aber, okay. Ja, online, das ist auch das erste Mal, dass ich das Deck online spiele. Also da, es gibt auf jeden Fall eine andere Dimension im Spielen. Aber trotzdem eigentlich wenig verzeihbar. So, wenn wir einen Cutthroat ziehen, kommen wir bis dahin. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Also, wir legen... wir können sogar Sifter und Brute Monitor legen. Dann hätten wir auch noch drei Mana übrig. Da können wir nicht in die Combo gehen, weil wir nicht genügend Mana haben. Aber wir könnten zumindest beliebig häufig scryen. Die Frage ist, ob wir tot sind. Und ich glaube, wir wollen nicht... hier den Brute Monitor legen, sondern lieber die Company aufmachen. Und dann können wir noch einen Visionary legen? Ne, wir haben nur 8 Mana. Wir haben 9 Mana. Das heißt, wir können sogar Visionary legen. Ja, also tappen wir den für grün und das für farblos und spielen den Visionary. Dann tappen wir grün, schwarz, weiß. Dann haben wir noch das offen. Okay. Vielleicht sehen wir auch ein Land. Da haben wir noch ein Mana mehr. Ja. Wollen wir mit dem blocken? Ja, das können wir schon machen. Also grün, schwarz, weiß. Können wir hier keinen Schaden nehmen? Bringt das irgendwas? Eigentlich schon, ne? Müssen wir blocken? Wenn er drei Kreaturen opfert. Wir müssen schon das Blazer für die RB drauf haben. Frage ist nur, ob wir blocken müssen mit den Kreaturen. Ich glaube nicht. Das heißt, wir können auch den tappen für schwarz. Der verhindert sowieso einen Schaden. In dem Sinne, dass er einen Schaden kostet, wenn wir das Land für Mana tappen. Und legen hier das da. Okay. So, na dann. Give me your best shot. 4 Mana hat er ja. Ein Cutthroat würde wahrscheinlich sofort uns umbringen. Sehr wahrscheinlich, ja. Okay. Das lassen wir resolven. Gezeigt wird nichts. Okay. Auch das lassen wir resolven. Man könnte überlegen, vielleicht wäre es besser gewesen, in der ganzen Interaktion jetzt mit einer Company zu reagieren, weil wir jetzt Company machen. Und einen Reflector Mage finden. Ja, jetzt kann eh nicht mehr viel passieren, würde ich sagen. Das heißt, wir machen jetzt mal Company. Sehe ich richtig, oder? Ja, ich denke schon. Grün. Und opfern den für farblos. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall auch vorher scryen, weil es so wichtig ist, den Reflector Mage zu erwischen. Bottom. Und spielen Company. Ja, nehmen Reflector Mage. Und bouncen. Cutthroat? Schon, ne? Husk ist ja eigentlich völlig Latte. Seitdem er kann den Husk irgendwie unblockbar machen. Oder Fliegen geben? Griffspoon? Wie gut wäre eigentlich Griffspoon in dem Deck?
Und ich glaube, nächste Runde schaffen wir das dann mit den beliebigen Scrys und dem Recruiter hinzukommen. Wenn wir Brute Monitor, wir haben eine Menge Mana. 4, 8, 12 Mana. Das heißt, wir können Brute Monitor legen, beliebig oft scryen, bis wir den Cutthroat finden. Cutthroat nach oben scryen. Mit dem Duskwatch Recruiter die obersten drei angucken. Das kostet insgesamt 9. Den Cutthroat auslegen und dann die Combo weitermachen. Mit den beiden Blisterpots. Mana. Oh, wenn das Land noch da gewesen wäre. Weil jetzt nur 4 Mana da sind, kann die Abby nicht geflippt werden. Das ist ein sehr guter Punkt. Weil sagen wir mal, da würde jetzt noch ein Mana mehr sein, dann könnte man die beiden Signs opfern, den Husk und den Cutthroat für Mana tappen. Dann wären das 5 Mana, die Abby opfern und für Lethal reinschauen, weil man 5 Karten opfert und die beiden Signs. Ja, also das wären 16 Schaden gewesen. Aber dadurch, dass ein Mana zu wenig da ist, was ich natürlich komplett im Blick hatte, klar. War das nicht möglich. Witzig. Oh, so viele interessante Sachen. Flip Damage, ja, okay, den brauchen wir nicht. Also grün und grün. Farblos. Weiß. Den Brute Monitor. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Dann opfern wir die für Mana. Exile, Brute Monitor. Monitor kommt ins Spiel. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Bitte warten Sie. Ah, wir können ja schon mal die Scrys abarbeiten. Vielleicht finden wir ihn ja schneller. Nö. Auch nö. Erst recht nö. Dann Scry, Blink. War schon alles nicht so einfach. Spannende Sache. Faust wollen wir nicht. Faust wollen wir nicht. Sag ich doch gerade. Pick the Mage. Und Mana. Das ist eine schöne Meditationsaufgabe hier. Jetzt könnte man theoretisch sein ganzes Deck aufschreiben, wenn wir Lust darauf hätten. Sifter, nee. Displacer, nee. Und Mana. Ja, jetzt gucken. Visionary, nee. Nee. Blink. Okay. Please hold the line. Also ihr könnt ja, ich würde euch nicht dafür beschämen, wenn ihr sagt, ich glaube Toffel, dass er das schafft, auch wenn es möglich ist, es nicht zu schaffen. Ey, den behalte ich. So, sure. Dann nehmen wir jetzt grün, weiß, beliebig. Benutzen den. Nehmen uns den Cutthroat. Lassen die Scrys, ist okay. Schuhe. Schwarz. Weiß.
Cutthroat. Und jetzt geht's los. Bang, bang. Na? Achso, muss ich die wirklich beide anklicken? Wow. Always yield. Always yield. Okay, vielleicht hätte man das gleich so machen sollen. Ein Always Top Scry wäre geil gewesen. Kann ich hier auch F7 drücken? Macht das was? Wahrscheinlich nicht. Top. Top. Oh Mann. Nicht die spannendste Sache der Welt. Always Yield. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil der ist ja immer eine neue Entität. Top. Top. Wow, ist die Combo annoying. Einer der größeren Vorteile von Magic im realen Leben. Diese Kombos kann man alle viel angenehmer machen. Wir müssen ja auch nur noch sechsmal durch oder so. Top. Der Gegner hat auch das Recht, nicht aufzugeben, auch wenn es relativ nett wäre. Aber so muss es sein. Ansonsten, keine Ahnung. Vielleicht finde ich eine schöne Geschichte, die wir erzählen können. Wie der ganze Eternal Masters. Spoiler. Nee, nicht Eternal Masters. Doch, Eternal Masters Spoiler wurde gezeigt. Interessantes Format. Kann man beim Grand Prix Prag das erste Mal wirklich spielen. Falls ihr da seid und Legacy spielt, ich werde auch Legacy spielen. Ich werde mir noch ein Storm Deck besorgen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal gefasst machen. In der nächsten Zeit wird es irgendwann ein Storm Deck, also eine Aufnahme von Storm geben. Ich habe wenig Ahnung. Das heißt, das wird alles nochmal eine Erfahrung an sich werden. Aber irgendwie muss man es ja lernen bis zum Grand Prix. Und falls ich da irgendwelche Storm-Aficionados gefunden haben, die wissen, wie das Deck gerade im Metagame aussieht, ob es eine gute Idee ist, ob es welche Listen gut sind. Ein paar sehr nette Freunde von mir haben mir eine Deckliste gegeben und auch ein Engel hat mir das Deck geliehen, was sehr hilfreich ist, weil Legacy ist nicht gerade billig. Und ja, dann müssen wir uns mal ein bisschen durchwuseln. Das wird auf jeden Fall interessant. So, wir haben es geschafft. Yes! Toffel wins. Eine der nervigsten Siege. Aber hart erkämpft. Zurecht gewonnen. So, hier wollen wir. Oh, Jokers Command und Moonlight. Ja. Und natürlich den Aesthetic. Der Aesthetic ist pretty. Ist pretty cool, weil man den mit dem Displacer blinken kann. Das heißt, damit kann der Gegner praktisch nie einen Cryptorize auf dem Board haben und es gewinnt im Durchschnitt der diese Rides hat. Und jetzt kommen wir raus in den Forest, den wir nicht wollen. Und ich habe immer zwei Visionaries rausgeboardet. Und dann suppen wir. So, direkt Gamma Gandalf geht's weiter. Interesting, nicht die beste Hand. In der Tat auch nicht die schönste. Aber ich glaube, das können wir halten. Wir suchen uns mit der Evolving Wilds wahrscheinlich eine Ebene. Und hoffen dann, dass wir zumindest noch ein Land finden für für den Displacer Action. Transgress the Mind. Na dann bitte. Ich habe auch Sideboards gesehen, die spielen Transgress the Mind in diesem Deck. Ich habe es nie ausprobiert. Ich kann nicht sagen, was gut ist. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass die ersetzen so ein bisschen die Negates. Und ich fand Negate eigentlich immer ganz cool. Was wurde hier weggenommen? Reflector Mage. Wow, interesting. Das hätte ich nicht erwartet. Müsste man nicht den Recruiter nehmen, weil es die einzige Karte ist, die man so wirklich casten kann? Also, Reflector Mage ist echt noch weit, weit weg. Caves ist cool. Deswegen heißt sie auch
Caves of Kulios. Ja, ich weiß. Der war ein bisschen deep. Okay. So sieht es ganz gut aus. Displacer zu haben, im Gegensatz zum Gegner, der kein Displacer hat, ist schon mal ein riesiger Vorteil. Müssen wir nur gucken, wie wir jetzt am besten weitermachen. Wahrscheinlich wollen wir den Recruiter benutzen, so gut wie wir können. Eine Rides wäre echt schön, dann können wir mehrere Sachen machen. Wir können auch Displacer legen. Angreifen kann sowieso meistens nichts in diesen Matchups. Displacer würde auch irgendwie nur so ein riesiger Roadblocker sein. Evolving Wilds. Ja, ich glaube, wir legen hier noch einmal einen Displacer und haben dann nächste Runde die Möglichkeit, zweimal zu recruitern. Heißt das so? Nutzt man das in dieser neuen modernen Sprache? Replacer draußen haben kann schon mal nicht schaden. Okay, jetzt unser Gegner Company bereit. Obwohl man meinen könnte, dass wenn der Gegner eine Company hat, wäre sie letzte Runde schon gespielt worden. Und eher nicht das. Der will flippen. Ey. Wahrscheinlich wollen wir das nicht zulassen. Frage ist, wie wir das benutzen. Ich glaube, wir opfern hier den Token, benutzen den und scryen. Das ist eigentlich ganz cool. Dann müssen wir nur überlegen, wie wir das benutzen. Wahrscheinlich mit den dreien. Oder wahrscheinlich mit den dreien? Dann müssen wir zwar einen Schaden nehmen, wenn wir Displacer spielen wollen, aber so haben wir wenigstens die Option, alles zu spielen. Ja, ich glaube schon. Also, sacrifice das. Guck in den Typen. Nimm den Sifter. Sift, Sift. Lassen den Scry oben. Ja, irgendwie können wir nicht Nein zu Company sagen, oder? Das wäre irgendwie extrem merkwürdig. Auch wenn wir sie nicht spielen können. Könnte den zweiten Displacer legen, weil die sich gegenseitig beschützen. Aber ich glaube, wir wollen hier eher den Sifter legen, weil wir nächste Runde dann unter Umständen 7 Mana haben, um Company zu spielen und an und zu blinken. Andererseits könnten wir, also mit den 6 Mana jetzt, können wir auch Displacer spielen, dadurch, dass er eins weniger kostet und Company. Ich weiß nicht so genau, was unser Gegner in der Company treffen kann, was super dramatisch wäre. Wahrscheinlich jede Form von Cutthroats wäre irgendwie doof. Ja, das wäre wahrscheinlich das Schlimmste. Aber so, Nantuko Husk ist eher egal. Kann zwar eine Menge Schaden machen, aber wir haben schon genügend Sachen, die blocken können. Ja. Okay. Nicht das Schlechteste. Unser Gegner könnte jetzt auf die Suche gehen nach einem zweiten Cutthroat. Aber er wollte lieber weitermachen. Westway Abbey. Hauser. Das ist schon lethal, ne? Ja, das ist lethal, wenn er sich gut anstellt. Haben wir da irgendeine Art von Interaktion? Ne. Kann blau und farblos machen. Ja, das hat das Deck auf jeden Fall gut drauf, so schnell das zu machen. Wir machen mal F6. Ich überlege gerade noch, ob wir irgendwie da rauskommen. 4 Mana. 4 Mana. Es werden einfach die Eldrazi Scions geopfert. Ich glaube, da passiert nichts, was uns nicht überleben lässt. Nichts, was uns überleben lässt? Ja. 5 Mana. 16 Leben. Es sind auch genau so viel, dass es reicht. Ja. Hätte ich einfach. Muss man da in dem Fall um die Abbey drum rumspielen? Möglich. Wahrscheinlich, weil unsere Position so gut ist,
dass wir keinen Sifter spielen müssen. Ja. Hat er gerade die Abi aktiviert? Ist okay, ist okay. Ich glaube, es kann gut sein, dass man da in dem Spot das so machen muss. Interessant. Interessant. Dann könnten wir den Displacer offen halten. Link hat nichts aufs Board, was unangenehm ist. Ugh. Nee. Okay. Nee. Hier müssen wir irgendwas finden, was schnell ein bisschen Value macht. Wobei wir das gute Hello Moonlight haben. Okay. Grab the list rights. Achso. Loam Dryade. Cancel. Ah! No! Dieses Grüne. So, und jetzt bräuchten wir irgendwas, was noch ein bisschen was macht. Kommt jetzt Transgress? Das wäre witzig. Nee. Den Recruiter. Hey, den können wir umholen. Machen wir doch, oder? Klar. Grün. Weiß. Kranz. Weiß. So. Target Player. Nee, Putte. Ja. So wollen wir das machen. Choose Target. Jo. Naja, immerhin ein kleiner Sieg. Ich würde mir einen Dustwatch Recruiter wünschen. Oh, nur ein Rides. Ah, auch ein Rides. Können ja einfach angreifen und ein Rides legen. Dadurch, dass wir nicht nicht das Moonlight spielen brauchen, weil unser Gegner nicht viel Mana haben wird, können wir das für später aufheben. Oh, Recruiter. Ah, du kostest eins zu viel. Könnte man theoretisch überlegen, ob es sich lohnt. What is happening? Ah. Das ist natürlich gut. Ob es sich lohnt, das Moonlight zu spielen und eine Karte zu ziehen, weil man dann schneller an den Brute Monitor kommt. Aber ich glaube... Oh no. Ja. Aber ich glaube, das muss so sein. Oh, unser Gegner. Achso, nee, er kann immer noch Company spielen. Aber er spielt lieber eine Menge Sifter. Okay. Das reicht leider nicht aus. Wenn unser Gegner jetzt so angreift, ach, wahrscheinlich müssen wir jetzt schon das Moonlight spielen und einfach davon ausgehen, dass unser Gegner keine Company hat. Ja. Irgendwie muss da schon was passieren. Recruiter. Ja, was? Wollte schon sagen, jetzt eine Company spielen wäre irgendwie merkwürdig. Haha, du hast das nicht vor meinem Ding gespielt. Deswegen spiele ich sie jetzt. Oh wait. Hier nehmen wir ein paar Schaden für den. Und spielen dann noch den Recruiter. Ja, es lief irgendwie alles relativ suboptimal.
Ich glaube, wenn wir da statt dem zweiten Monitor oder statt dem ersten ein bisschen mehr Action gehabt hätten, wäre das echt cool gewesen. Fire Redeemer. Cool. Ja, und dann ist es jetzt Block, Block, Block. 4, 6, 8, 10, tot. Okay. Ja, ich glaube dir, du bist der Beste. GG.